Okay, also nach wie vor werden wir gejagt in dem zweiten Akt dieses Spiels oder Films, des Films, der hier gedreht wird oder werden soll. Ja. Es ist halt doof mit dem Gas und mit dem Feuer und so, ne? Also irgendwie kommst du ja nicht unverletzt durch. Also gut. Vielleicht suchen wir uns vorher schon eine schöne Stelle aus zum Abhauen. Wenn es dann irgendwie geht. Da geht's nicht. Ja, geht ja nirgends lang hier. Ey, was, wo denn? Wer denn? Ach du Scheiße. Na jetzt, komm schon. Na mach die Tür doch auf, Mensch. Okay. Okay. Jetzt habe ich mir dreimal so oft die Duckentaste gedrückt. Ja, der Tod muss unterschieden sein. Nö, der ist grauenvoll. Das wissen wir auch schon. Ja. Sehr gut. Also gut. Auf ein neues. Ich schätze, also ich hoffe mal, dass wenn ich durch die Tür durch bin, einfach dann auch alles schon wieder gut ist. Also. Na jetzt. Ja? Ja, ist nicht wahr, oder? Ich hab gedacht, das wäre jetzt mal erledigt, das Thema. Hoffentlich geht's im dritten Kapitel nicht so weiter. Hoffentlich heißt das dritte irgendwie. Also der dritte Akt irgendwie Entspannung auf einsamer Insel. Tach. Was hier meine merkwürdige Art, sich fortzubewegen. Hat sie das so gelernt? So, okay. Puh, ja, das war jetzt dann beim dritten Versuch ja doch eigentlich ganz zügig. Ja. Egal. Das lassen wir jetzt erstmal so weiterlaufen. Ich denke nicht, dass ich hier jetzt gleich wieder weitermachen muss. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen hier um. Hier lang geht es ja schließlich auch. Ist natürlich klar, dass es nicht wirklich weitergeht. Ne? Das Spiel sagt einem dann schon, was zu tun ist. Also gut, hier sind wieder Markierungen auf dem Boden. Ne? Die kommen ja auch hin und wieder mal vor im Spiel. Haben wir schon gesehen, ein paar Mal. Und diese Markierung scheint mir jetzt relativ deutlich... Lauter Dias! Weißt du, ich brauche ja Dias. Ich kann ja Dias im Spiel finden. Ne? Und hier liegen jetzt ein Arsch voll Dias rum und ich kann sie nicht nehmen. Und die ich brauche, finde ich nicht. Das ist ein bisschen schade. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal ran. Wir haben ja auch was gefunden vorher. Na? Ist ja ein netter Junge, ne? Aber sichtlich missgestaltet. Irgendwas stimmt da nicht. Frage ich mich jetzt schon, ist das Originalmaterial? Ist das ein richtiges Bild? Oder wurde das hier nur so gemacht irgendwie? Oh. Oh. Das war jetzt geil. Also. Das ist interessant. Da kann ich bestimmt jetzt rein. Iha! Die Frage ist, will ich das? Ich frage mich das sehr oft, ob ich das will. Definitiv ist der Fakt, dass ich hier
nicht rauskomme, ne? Immer noch. Okay, ja gut, dann nehme ich halt diesen Gang. Kann ich das wieder weg? Ja, ich kann das wieder wegmachen. Boah, da kriege ich Gänsehaut. Ganz ehrlich. Freunde der Nacht, da kriege ich Gänsehaut. Das ist schon eklig gemacht. Das passiert jedes Mal, ne? Alles klärchen. Jetzt passiert noch nichts, ne? Okay. Ja, alles so Spielereien, ne? Da auch. Hohoho, ist wirklich also. Mein Körper reagiert da drauf, nicht? Aber jetzt gehen wir erstmal da rein, ne? Warum auch nicht? Jetzt, wo wir so eingeladen worden sind, quasi. Ist. So. Jo. Jo. Nein, 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 dich wollen wir nicht. So. Wo sind wir denn jetzt, sage mal? Speichert wieder? Hier hat 100 Pro gleich wieder verfolgt. Ich werde ja noch nicht genug verfolgt hier. Boing. Das ein Gerät? Leave Oh, it, tote Mr. Ratte. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Okay, er scheint sehr viel Hunger zu haben, der James. Und die Ratte? Wieso nehme ich jetzt die Ratte? Ein hoher Preis muss bezahlt werden, wenn man das Gleichgewicht stören will. Soll ich sie vielleicht wieder hinlegen, die Ratte? Hätte ich sie ganz liegen lassen sollen? Ach je. Aha. Das wieder Ratte. Und hier ist nichts. Hier die Ratte drauflegen, hä? Und die Ratte ist noch so ein bisschen am Leben da, nicht? Ein Leben kann mehr wiegen als das Leben vieler. Das sehen wir ja an der Waage jetzt auch. Recording. Immer wenn ich in diese... Ich will meinem Instinkt vertrauen. Oh, super. Das ist ein ganz toller Tipp. Dann gehe ich wieder zurück. Oh, nee, siehst du? Funktioniert nicht. Also, was ich eigentlich sagen wollte, immer wenn man diese oder wenn ich in diese Recording-Räume gegangen bin oder durch die Türen, über denen Recording stand, ist irgendwas passiert, was mich dann wieder den letzten Punkt zurückgeworfen hat, sozusagen. Also, es war niemals von Erfolg gekrönt, durch solche Türen zu gehen. Aber jetzt mache ich es einfach mal, weil es nicht anders. Was? Aufnahme? Ja, das sehe ich, das ist. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe Aufnahme gedrückt irgendwo.
Oh, der kriselt schon wieder so. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ist auch was auf dem Boden gekritzelt. Ich soll meinem Instinkt vertrauen. Trust your instinct. Tip the scale. Nehmen oder aufgeben. Was denn aufgeben? Reason poisons your mind, makes you weak. Was denn? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Trust your instinct. Aufgeben. Links und R2. Links. Do not give in. Do not let go. One life outweighs the other. There is no other way. Was genau wollen Sie denn jetzt von mir? Mein Instinkt wäre, das Tier nicht beim Fressen zu stören und zu gehen. Sag doch nicht solche Sachen hier. Some things must be left behind. Some things. Ach, sage mal, die Nase juckt auf einmal wie ein. Weiß nicht was. Egal. Kann ich da hin? Ja, kann ich, aber nicht weiter. Halt. Jetzt wäre noch irgendwie so ein bisschen Beleuchtung geil, dass ich wüsste, wo ich jetzt hier lang kann. Beziehungsweise muss ich zurück vielleicht? Da ist eine Tür. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich durch jene gekommen bin. Aber dadurch, dass sie noch auf ist, sollte ich vielleicht wieder zurückgehen. Die ist jetzt aber zu. Okay, da muss da drin irgendwie was sein. Jetzt irgendwie weitergehen. Ach, da wird doch beleuchtet. Da geht's doch lang. Ja, warum gucke ich denn nicht gleich richtig hin? Heieiei. Sah auf den ersten Blick aber nicht so aus, als würde es da durchgehen. Na ja, gut. You didn't take it. You starve. Ich hab's nicht genommen, ich werde verhungern. Ja, aber der Wolf verhungert doch auch. Oder der Hund, wenn er es nicht frisst. Man muss ja jetzt auch mal für die Tiere denken und nicht immer gegen die Tiere. Let it go. You regret it. Na, wenn du das sagst, Jüngchen. Du hast ja offensichtlich sehr viel mehr Lebenserfahrung als ich. You gave up. You'll never make it. Was willst du mir denn erzählen jetzt bitte? Kleiner Psycho-Junge. Was? Achso, da geht's ja gar nicht so. Doch? Nee, nicht wirklich. Dann da lang. Da ist ein Schatten. Aber gut, wir können ja sonst nirgends hin. Ja. She once saw this boy drown a baby rat in the gutter. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Alles klar. Gibt immer jemanden, der stärker ist als ich. Soll ich mal zu dem Jungen gehen? Komm, komm, wir gehen mal hin. Will ja nichts verpassen. Du wirst dich bestimmt gleich in ein Monster verwandeln.
Nö, du wirst hier sitzen bleiben. Hi. Magst du spielen? Bist du der Junge, der vorher auf dem Schrank saß? Ja, gell? Du bist der Junge, der auf dem Schrank saß. Soll ich da reingehen? Ja, oder? So. Möglicherweise war das schlecht. Möglicherweise aber auch nicht. Kann ich zurück? Ja, die Tür ist ja noch auf. Hallo Junge, nicht mehr da. Immer noch zu? Was so? Hm. Ja, ich könnte da lang. Ich könnte da lang. Natürlich könnte ich da lang. Aber, es juckt mich dann doch ein bisschen. Ja gut, das ist bloß ein Bad. Hier liegt höchstens vielleicht irgendwo ein Zettel zum Lesen. Nee, Wasser aufdrehen will ich jetzt nicht ständig. Ich habe vorher erst gemacht. Was haben wir hier? Oh, wieder Klo. Oh, hallo. Ah. What is forever, if not merely a prolonging of misery? I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Das, so eine ähnliche Situation hatte ich aber schon mal. Da konnte ich ein Bild aber nicht nehmen, weil ich einfach nicht nah genug rangekommen bin. Das war aber, glaube ich, noch im ersten Akt. Ne? Gut, dass ich hier nochmal hergegangen bin, habe ich das Bild aufgesammelt. Weiß nicht, ob es mir im weiteren Verlauf des Spiels großartig was bringt, aber ich habe es zumindest mal genommen. Und da ist auch ein Zettel. Schon wieder vom leitenden Sicherheitsbeauftragten. An alle Offiziere. Ich ordne hiermit an, die Vorräte an einen Ort mit erhöhter Sicherheit im oberen Frachtraum zu verlagern. Ich erwarte, dass im nächsten Bericht die Sicherheit aller Vorräte nachgewiesen werden kann. Damit erkläre ich das Thema für beendet. Okay. Also müssen wir hier im Schiff vielleicht wieder irgendwie nach oben gehen, ne? Hier liegt jetzt auch so lauter Münzgeld am Boden, aber nur hier, also bis hier. Ah ja. Nehmen kann ich nix. Wurde hier zuletzt was fallen gelassen? Liegt da drüben auch was? Ich sehe mal nichts. Jetzt haben wir wieder Farbe. Schön. Ein Schatz. Guck mal. Sieht aus wie ein Piratenschatz. Okay, geht nicht zu. Wäre auch doof. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr hier rauskommen, wenn ich die zubekäme. Würde mich hier drin einklemmen. Okay, also hier gibt es aber auf jeden Fall außer diesem Piratenschatz nichts weiter zu sehen. Noch mehr Piratenschatz. It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer. The Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Ich denke nicht, dass sie es überlebt haben. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Hm. Mehr Schatz. Und da oben ist dieser Pokal wieder, den wir vorher schon gesehen hatten. Aber es wird nicht allzu leicht werden, da hinzukommen, ne? Da wird sich wieder irgendwas in den Weg stellen. Sehr schöne Musik wieder. Irgendwas wird wieder passieren, kurz vorher.
Ich gehe nochmal zurück. Weil ich es kann. Aber eventuell auch mal zu schauen, ob hier noch irgendwie was rumliegt. Bevor man immer so zielgerichtet auf solche Sachen zurennt, sollte man hin und wieder nochmal gecheckt haben, ob vielleicht doch irgendwo noch ein Zettel, irgendwas Wichtiges liegt, irgendwas anderes. Ist in dem Fall nicht der Fall. Deswegen gehen wir hoch. Aber ich habe es wenigstens abgecheckt. Das war mir natürlich auch klar, dass ich es nicht erreiche. Es ist das nur ein Haufen Fische, dieser Schatz. Soll ich nicht dran vorbei? Nee, dann soll ich wohl wieder zurück. Wie ist denn das mit Akt 3? Könnt demnächst anfangen von mir aus. Auf jeden Fall stellen wir jetzt fest, dass dieser großartige Piratenschatz nur lauter faulender Fisch ist. Überall nur faulender Fisch. Und das sind dann... ist jetzt eine Mutmaßung, dass es vielleicht so diese Nahrungsvorräte sind, die in Sicherheit gebracht wurden. Aber nur Fisch? Glaube ich jetzt halt auch nicht. Ah ja. Zettel. Zweiter technischer Offizier. An was Requirierungsoffizier. Ich weiß, dass Sie Ihre Befehle haben und möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Er würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Das sind anständige, gottesfürchtige Männer, nicht ein Dieb unter ihnen. Aber wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Ja, wie es den kleinen Jungen reizt, dessen Namen ich vergessen habe. War es nicht Michael? Nein, mach zu. Wir werden sehen. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder Sachen einstellen. Ich weiß, wie gesagt, nach wie vor immer noch nicht, ob das jetzt tatsächlich hier in irgendeiner Form die Geschwindigkeit des Spiels beeinflusst oder Schwierigkeitsgrad, sonst was, keine Ahnung. Ob es überhaupt irgendwas beeinflusst, wenn ich da mit was mache. Ich könnte jetzt natürlich einfach weiterlaufen, um das mal zu checken. Weil hier geht's jetzt auch runter. Also ich könnte... Ich weiß natürlich nicht, ob ich dann da unten weiterkomme. Vielleicht ist dann da irgendwas blockiert. Standby. Jetzt geht hier zumindest mal Licht an, ne? Jetzt kann ich noch auf Full gehen. Oh, mal Dead Slow. Sehr gespannt auf Dead Slow. Wieso? Oh, guck mal, eine Ratte. Mehrere Ratten. Moment, da geht's aber irgendwie lang. Irgendwo muss ich da jetzt lang. Da vorne geht's offensichtlich nicht, weil da steht nur die Lampe rum. Hier ist auch keine Tür, so wie ich das sehe. Da ist aber was. Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! James. Nein, 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 nein. Vielleicht nicht da lang unbedingt, oder?
Was? Was? Okay, alles klar. Hab das System verstanden. Aber die vielleicht noch irgendwie... Sieht nicht so aus. Nee. Hallo? Jetzt. Aha. Ups. Qualität schlecht. Okay.